Shalom Aleichem, täglichen Tanja, 24. Tammuz 5782, Schaltjahr, wir sind Kapitel 6 in Igeret HaTshuva. Jakob ist wie eine Seil. Was heißt das? So wie eine Seil, so wie eine Schnur. Seil. Dass der Kopf ist oben und der andere Kopf ist unten. Wenn eine schüttelt oben, sieht man auch unten. So wie die Seele von dem Mensch und ihre Ursprung in die untere Hei von dem Namen von Hawaii. Er bringt seinen Einfluss durch seine schlechten Taten, bekommt er bis die obersten Teil von den negativen Seiten. Durch seine negative Gedanken, Reden und Handlung. Und weil er ist derjenige, der öffnet diesen Kanal, er ist der Erste, Notel Chelek Barosh, er wird der Erste dort. So wie es steht geschrieben, sei lieber Schweif vom Löwen und nicht Kopf vom Fuchsen, weil da hast du einen schlechten Kanal. Und da sagen unsere Weisen, wir verstehen nicht in dieser Welt, warum böse Leute sind ruhig und es geht ihnen manchmal gut. Was heißt heute? Heute bedeutet in die Zeit, nachdem die Tempel ist zerstört. Früher, in die Zeit von Bet HaMikdash, hat man gesehen, andeutig, dass wenn einer ist gut und er geht in dem guten Weg, geht ihm besser. Und wenn einer ist schlecht, geht ihm schlechter. Heute, nach dem Tempelzerstörung, sieht man es nicht. Und manchmal sieht man das noch umgekehrt. Und deshalb, das ist Exil von Gott. Aber wenn ein Mensch macht eine Teshuvah, wenn ein Mensch umkehrt zu Gott, dann hört er auf, mehr zu bekommen, seine Schäfer, seine Fühle von der negativen Seite, von Sitre Arche, von der Chalot HaTuma, sondern er beginnt zu bekommen von Hashem direkt. Und das ist Tshuva. Tshuva bedeutet Tashuv, hey, zurückkehrendem, hey, von Exil. So wie es steht geschrieben, Veshav Hashem, Veshav, hey, Elokecha, et Shvutcha, Veshiv, lo Neemar, sondern Veshov. Wenn du dreht sich, Hashem dreht sich auch automatisch. Das heißt, wir schaffen durch unsere guten Taten einen neuen Kanal von Handlung. Das ist so wie ein Kind, der ist im Gefängnis. Und sein Vater finanziert ihm dort was zu essen. Aber wenn der Kind, der Prinz, beginnt jetzt gut zu benehmen, kommt er zurück zum Palast und bekommt sein Essen direkt vom Papa und nicht durch die Wächter von dem Mann im Gefängnis. Und die bösen Leute, auch wenn sie haben was zu essen, aber die sind total entfernt, von Hashem, Shkoyach.